Hallo, der Camper Frido und die Camper Moni. Hallo Leute. Und der Camper Tobi. Servus miteinander. Ja, kleines Special zwischen viel Arbeit. Wir machen einen kleinen Betriebsausflug. Wir sind gerade aus der Firma rausgedüst und fahren, um euch zu zeigen, hier Richtung Odelshausen. Das kennen die meisten Menschen auf der Welt, glaube ich, vom Stau. Ja, das ist so Haupteinfallweg A8 von Stuttgart kommen Richtung München, aber da seht ihr mal, das ist die Parallelstrecke, die Bundesstraße oder die alte Landstraße und es ist ein wunderschöner Himmel, aber es ist furchtbar windig. Wir fahren mit einem 47er San Living, also da muss man schon steuerfest halten und die Moni macht es natürlich easy. Oh, ich habe ein Easy, das könnte man auch gleich noch zum Geburtstag heute machen. Ja. Den Easy-Rekord zählen von mir. Also wie oft sagt der Tobi im Durchschnitt Easy in einer Folge? Ich versuche es mir abzugewinnen. Also, zurück zum Thema. Ja, 5. Oktober 2016. Habe ich die Schnapsidee gehabt, bin einfach auf dem Platz und habe einen La Strada Nova M gefilmt, habe den ins Internet gestellt und habe mich dann ein paar Mal selber geklickt, um einen Erfolg zu sehen. So doof ist man. Aber, wie ihr alle wisst, wollten das dann doch mehr Leute sehen und mehr und mehr. Und mittlerweile haben wir gestern auch die 1800 Abonnenten überschritten. Die schönen knapp 650.000 Hits auf alle Videos. Und ja, heute ist eine kleine Geburtstagsfeier und dazu muss man schon mal eine Viertelstunde Betriebsausflug machen. In die Sonne fahren. Wir finden, das ist einfach camper-like. Jetzt hier nochmal in die Sonne. Es kommen ja schwere Unwetter, gerade am Ticker gesehen, am Handy. Also bitte räumt alles weg, was in der Gegend rumfliegen kann. Schöne GFK-Autos halten das aus, oder? Außer der Baum fällt drauf, da muss man immer schauen. Also, alles gut verzurren. Im Norden soll es noch schlimmer werden als im Süden. Wir fahren dann ganz gemütlich, über die Autobahn zurück. Und ja, der Hauptgrund natürlich, dass wir jetzt mit euch Kontakt aufnehmen, ist ein ganz. Ich bedanke mich ja sehr oft. Herzliches Danke. Dankeschön von uns allen für diese Aufmerksamkeit, die ihr da draußen habt, die Sendungen so fleißig verfolgen. Neue Abonnenten finden ist nicht so einfach. Wir haben eine sehr spezielle Branche. Und es macht unglaublich Spaß, dass wir hier so was Einzigartiges in der Vertriebsform auch geschafft haben. Macht das richtig Spaß und ist auch erfolgreich, das Ganze. Das war meine größte Angst, dass die Leute sagen, okay, jetzt verkauft er die Dinger, warum macht er sie da so wichtig? Aber ich denke mal, das ist ja ein Infokanal. Ja? Kaufen können sie dann was auch immer. Es gibt tolle Fahrzeuge auf der Welt und bei uns natürlich die tollsten. Das ist ja mal vollkommen klar. Leben können wir nicht von dem YouTube, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber es ist eine unglaubliche Möglichkeit. Es ist eine moderne Möglichkeit, einfach an Leute ranzukommen. Richtig, ne? einen anderen Einblick zu gewähren. Ja, wir merken auch, dass die Menschen, die die Videos beobachten oder vielleicht dadurch kommen, ganz anders gestrickt sind, schon viel informierter sind. Ja. Angenehmer. Also um Gottes Willen, nicht, dass man sagen, es gibt unangenehme Kunden, die gibt es mit Sicherheit auch. Ja, wo nicht? Gibt unangenehme Menschen. Aber es ist halt wirklich so, das ist eine gewisse Transparenz und das war die Absicht und es kommt an und schaut's weiter. Ich will da jetzt nicht zu theatralisch werden, aber ihr habt es ermöglicht und dass es eine Dauersendung wird oder wie auch immer wirklich alle Folgen angesehen werden und was die tollsten Geschichten könnte ich erzählen, das ist natürlich die Würze, das Tüpfelchen auf dem i obendrauf. Und wir werden das weiter vorantreiben. Jetzt gibt es erst einmal so vereinzelt noch Videos in den nächsten Wochen, weil wir uns hier wirklich aufstellen müssen für die kommende Saison. Unser Hilferuf nach draußen ist auch der, wenn ihr wirklich Interesse habt, zu uns zu kommen, macht einen Termin aus, ruft kurz an und wenn es am Abend vorher ist oder am gleichen Tag, dass wir Zeit haben für euch. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, wir sind gerne immer für euch da und meldet euch auf allen Kanälen. Und zum Geburtstag gibt es natürlich die Hauptüberraschung, nur was Kleines. Das haben wir, hat der liebe Camper Helmut dem Camper Tobi heute übergeben. Eine kleine Verlosung. Und ich würde mal sagen, wer mir in die Kommentare unten reinschreibt, wie viele Folgen der Camper Tobi bereits gedreht hat, dann wäre das einen 100-Euro-Gutschein von Fritz Berger wert. Das ist so eine klasse Idee. Ja? Das heißt, ihr müsst einfach alle Videos, nicht die Playlists, ihr könnt auch die Playlists zusammenrechnen und die Videos, die on top sind, aber am einfachsten einfach mal auf die Homepage gehen, beziehungsweise auf den YouTube-Channel und unter Videos die Videos überschlagen. Ich kann euch gleich mal sagen, es sind knapp über 300, es sind nicht 321 und es sind nicht 319.
Ah, schwierig. Ich finde ja auch diese Fragen so im Fernsehen ganz lustig. Was kann der Kandidat gewinnen? 250.000 Euro oder einen alten Turnschuh? Ja, ich habe es euch echt schwer gemacht. Und schreibt es unten rein. Und wie gesagt, wir verlosen ganz offiziell unter Namensnennung im nächsten Video einen 100-Euro-Gutschein von Fritz Berger. Der wird unsere Filiale in Schongau ausstellen und den schicken wir euch auf dem Postwege zu. Ich glaube, da habt ihr am meisten davon. Ihr habt erst gedacht, ein Grill oder Dichtigkeitsprüfung oder wie auch immer. Sucht euch was Schönes aus. Fritz Berger ist unser Kooperationspartner. Und ja, wie gesagt, solche Verlosungen werden wir in Zukunft mit Sicherheit öfter mal was machen. Also, ran an die Tasten, einen netten Kommentar hinterlassen und die Antwort auf die Quizfrage. Wie viele Videos hat der Camper Tobi in diesem einen Jahr gedreht? Also, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Jetzt habe wieder bloß ich geredet. Moni, hast du noch irgendwelche Anträge? Bleibt uns treu. Bleibt uns wohlgesonnen. Wir werden unser Bestes geben. Und ich hoffe, die Tonqualität hat jetzt auch gut gepasst, weil es bläst unglaublich uns um die Hütte rum. Es ist auch richtig, das Fahrzeug rüttelt richtig. Aber wir haben eine schöne Fahraufnahme. Wir gehen ein bisschen nach vorne. Also das ist schön. Wunderbar. Also, macht's es gut, bleibt gesund, weiter campen. Bis demnächst auf diesem Kanal, die Camper Moni. Hallo. Der Camper Frido. Wef, wef. Und der verrückte Camper Tobi. Ich wünsche euch was. Lasst euch gut gehen. Ja, ciao, ciao.